Ihr neues Schiff, Kapitän Carsten. Ist er nicht mehr der Jüngste, der Kahn? Tja, aber solide. So wie ich. Das ist doch keine akrobatische Luftnummer. Hey, bisschen vorsichtiger. Ja. Hey, was gibt's denn heute Mittag? Kalt. Aber was denn? Ist denn immer noch kein Koch da? Nee. Mann, die lassen dann ja glatt verhungern. Tja. Nun wär's wieder mal soweit. Ich wünsche dir viel, viel Seemannsglück. Große Ladung, wenig Ärger, kein Taifun, keinen entzündeten Blinddarm und in den Häfen schöne, willige Mädchen. Och, wärest du bereit, diesen letzten Satz vor meinem Anwalt zu wiederholen? Unmoralisches Frauenzimmer. Och, lass mir doch die Illusion, dass dich auch mal eine andere will. Kein Respekt vorm Kaftan. Zu Hause bin ich der Kapitän. Ist dir doch klar, dass du ab heute nicht mehr an meinen entzündeten Blinddarm ran darfst. Ich wechsle über zu einer deiner Kolleginnen. Oh, schön, dann haben wir wenigstens etwas, worüber wir nachts mal reden können. Über eine schlecht geratene Narbe. Hey, ob die auch Eier legen? Ja. Aber keine gebratenen. Na, ich meine ja bloß, Bootsmann, ob wir was für den Speisezettel zu erwarten haben. Ja, ja, da sieht man's mal wieder. Alles eine Standpunktfrage. Wir mühen uns, dass den Viechern nichts passiert und er sieht sie schon als Suppenhühner in der Brühe schwimmen. Ja, ich meine ja bloß. Na ja. Brücke Schulze, was ist? Ja, ich komme. Der neue Kapitän scheint da zu sein. Ich nehme ihn in Empfang. Die Kinder noch mal. Wie ist denn die Truppe? Fast so was wie eine Stammbesatzung. Läuft gut. Sie werden kaum Schwierigkeiten haben. Das heißt? Der leitende Ingenieur. Der Chief. Ausgezeichneter Fachmann. Nur kompliziert. Kompliziert. Das Ganze muss noch vor der Ausreise in Ordnung gebracht werden. Sonst kriegen wir auf See Ärger damit. Hab ich schon einen Auftrag gegeben, Chief. Ist bis Mittag erledigt. Haben Sie inzwischen erfahren, wer als neuer Kapitän aufsteigt? Mhm. Kapitän Carsten von der Radebeul. Kennen Sie ihn? Nee.
Aber was ich so gehört habe, das ganze Gegenteil vom letzten Kapitän soll so eine Art Superaktiver sein. Alles umkrempeln, neue Ideen, frischer Wind und sowas. Naja, wir werden sehen. Genosse Chefinspektor? Genosse Schulze. Ihr erster Offizier, Genosse Carsten. Der neue Kapitän. Willkommen an Bord, Genosse Kapitän. Danke. Wir haben wenig Zeit. Wollen wir den Papierkram erledigen oder wollen wir es mal ein bisschen umsehen? Na, erst mal umsehen. Gut. Ist ja auch eine Art, Menschen so einfach von jetzt auf nachher auf ein anderes Schiff zu stecken. Guten Tag. Ja. Thomas, ja? Holen Sie doch bitte das Gepäck vom Kapitän rauf. Okay. Na, Gott. Danke. Na, da geht's. Der war hier. Was suchst du denn? Ich such die Fichte. Mann, du stehst doch davor. Ich bin der neue Koch. Du bist mein Mann. Unser Bootsmann. Na, wir kennen uns. Von der Radebeul, Kapitän. Was sehe ich denn? Entscheidung auf der ganzen Linie. Ja. Bootsmann und nun auch noch verlobt? Ja, im letzten Urlaub. Was denn? So plötzlich doch entschlossen? Ja, meine Mutter hatte mir unter dem Motto Jungen gefreit, hat nie gereut, ein paar Briefpartnerinnen auf den Hals geschickt. Ja, ich habe auch fleißig geschrieben und im vorletzten Urlaub habe ich so eine Art Etappenfahrt gemacht. Waren nette Mädchen dabei, aber es zündete nicht. Und am letzten Tag bin ich dann unverrichteter Dinge wieder nach Rostock zurück. Zug rammelvoll, Reisezeit, ne? Ich trete rückwärts, da schreit's hinter mir entrüstet auf, ich drehe mich rum. Und es zündete. Genau. Jedenfalls haben wir uns geschrieben, letzten Urlaub haben wir uns verlobt, nächsten Urlaub wollen wir heiraten. Na dann viel Glück, alles Gute und 15 Kinder mit dem Mädchen. Oh, so oft habe ich ja gar nicht Urlaub, Kapitän. Bootsmann! Ich bringe den neuen Koch. Detlef heißt er. Du denkst doch bloß ans Fressen. No, no. Willkommen an Bord und mach nicht zu kleine Portionen. Alle gesund und munter. Ist nicht mit Gold, Fräulein Koch? Da ist nämlich täglich mit frischen Eiern zu rechnen. Zum Frühstück. Was meinst du denn dazu, Hühnerspezialist? Na, lass mich mal überschlagen. Naja, so 70 Eier am Tag könnten rausspringen. Pro Mann, 2 weichgekochte Eier. Mensch, wer soll denn das verkraften? Dann lass dir mal ein paar gute Rezepte einfallen. Aber nicht nur Rühr- und Spiegeleier. Na komm. Du, wenn da so viel frische Eier rauskommen, da kannst du doch die im Vorratsraum eingemotteten an andere Dampfer verkaufen. Und für das Geld, da kaufst du dann Erdbeermarmelade. Die esse ich nämlich gern. So? Ja. Ey, du, die essen ja alle gern. Ja? Ach, da kommt ja der Chief. Genosse Weyer, der erste Ing. Kapitän Carsten. Kapitän Carsten muss das Schiff kurzfristig übernehmen. Wir haben ihn sozusagen aus dem Bett geholt. Ich nehme an, Sie wollen sich die Maschine ansehen? Danke für das Angebot, Chief. Ich sehe mir das später an. Jetzt wartet erstmal der Papierkram auf mich. Leider. Immer dasselbe. Kein Herz für die Maschine. Nee, ziehen kannst du unten nicht. Und frische Luft kriegen sie auch genug. So, das ist deine Kammer. Bisschen eng. Ja, Hinterhotel ist es nicht, aber die Zimmer dort sind auch nicht viel größer. Nur teurer. Da siehst du, hier fehlt wieder die Sonne. Na, ich hol eine. Ja. Mann, so viele Hühner. Das wäre was für meine Mutter. Arbeitet ihr noch auf der Hühnerfarm? Na klar, und zu Hause haben wir auch noch welche. Sonst wüsste ich auch bloß, dass die Viecher vorne einen Schnabel, hinten einen Schwanz und darunter eine Eierausstellungsvorrichtung haben. Weißt du, ich habe nochmals über die Eierfahrer nachgedacht. Was ist so ein Haufen? Na, weiß ich, welche brennt. Ja, also, ich habe nochmals über die Eierfahrer nachgedacht. Wenn wir so viel frische Eier zu erwarten haben, dann können wir doch noch die gekauften
an einen Kollegen von einem Nachbarschiff verkaufen. Und für das Geld... Na, siehst du, ja. Brennt doch. Ja, und für das Geld kaufst du dann Erdbeermarmelade. Die esse ich gern. Na, die essen ja alle furchtbar gern. Hm? Ja, ich will es nicht. Ist nämlich meine erste Fahrt. Mann, na dann verlass dich ganz auf mich. Also in Verpflegungsfragen bin ich Sprecher der Besatzung. Schatz, sag zu Hause die Klöße zu würzen. Wir haben eine Gaststätte im Vogtland. Und Teller zu spülen. Mein Vater ist ein richtiger Küchentyrann. Detlef macht das Fenster auf, Detlef Kartoffelschälen, Detlef dies, Detlef das. Aber damit ist jetzt Schluss. Detlef wird Chef und bestimmt selber, was gemacht wird. Mann, ich höre ja nochmal. Mann. Tja, damit wäre alles erledigt. Danke, Genosse Chefinspektor. Also danke, Genosse Carsten. Gute Fahrt. Und alzer deine Handbreit Wasser unterm Kiel. Danke. Auf 235 Grad gehen. Auf 235 Grad gehen. 235 Grad liegen an. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir steuern auf 235 Grad, Genosse Kapitän. Ja, danke. Ein Entgegenkommer, 2 Backbord. Na und? Ein Haufen Fischer. Das Radar ist auf 12 Seemeilen eingestellt. Ganz schöner Verkehr heute. Wir sind schon auf 80 Umdrehungen runter. Tja, wie das so aussieht. Viele Fischerboote. Gehen Sie auf 262 Grad. Auf 262 Grad gehen. Die kurven hier rum wie die Wilden. 262 Grad liegen an. Was macht denn der? Der ist doch mal verrückt geworden. Dieser Idiot! Beide Maschinen stopp! Beide Maschinen voll zurück! Beide Maschinen stopp! Beide Maschinen voll zurück! Schief! Voll zurück! Verfluchter Scheißdreck! Was machen denn die Idioten da oben? Die fahren jetzt ja die Maschine zum Teibel! Immer dasselbe. Die Nautiker haben keine Ahnung, kein Gefühl für die Maschine. Nicht mal der Fahrerlaubnis für Mopeds sollte man denen geben. Brücke Schulze. Kapitän, der Schief. Carsten, es werden sicher nicht jeden Tag so riskante Manöver gefahren wie eben. Wir werden in Zukunft jedes Fischerboot unterpflügen, damit die Maschine geschont wird. Die Maschine ist schließlich das Herz des Schiffes, Kapitän. Stimmt. Deshalb wird sie bei mir auch nicht ins Hintertreffen geraten. Dessen können Sie versichert sein, Chief. Ich gehe nur mal zur Maschine runter. Ich habe sowieso schon Schlechtes gewesen, weil ich noch nicht unten war. Bitte melden Sie mich inzwischen an. Also, wenn was sein sollte. Kapitän! Der Schief ist nicht in der Maschine. Ich glaube, es ist besser, nicht nach unten zu gehen, wenn er nicht da ist. Wir machen Sie aber einen Punkt. Er kann da auch jederzeit auf die Brücke kommen. Hier herrscht wohl ein richtiger Kastengeist. Es
2467. Die Eier sind der Hühner stolz. Der Seemannskopf ist nicht aus Holz. 12, 13, 14. Gefährlich ist das Seemannsleben. Das Huhn hat stets ein Ei zu legen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. 14 Stück und keins mehr. Was denkt ihr euch eigentlich? Frisst wie die Neunköpfchen Raupen und was kommt dabei raus? Ischt. Eins sage ich euch, wenn das so weitergeht, mache ich euch zu Suppenhühnern. Ich was? Mit den Hühnern? Captain, Hühner vollzählig sind. Der ganze Segen? Das sollten noch ca. 50 bis 70 Stück sein. Da müssten das auch sein, Genosse Kapitän. Ich stehe vor einem Rätsel. Die mussten so plötzlich so mir nichts, dir nichts auf das Schiff. War sicher ein kleiner Schock für die Tiere. Ach, trotzdem. Jetzt sind sie doch schon eine Weile hier. Da müsste die volle Eierleistung drin sein. Vielleicht sind die Viecher seekrank. Bis jetzt eine schöne Pleite. Hey, du, guck dir den an. Spuckst du nach Lee, geht's in den See. Spuckst du nach Luft, kommt's wieder Ruf. Pass mal auf. Du, der Bootsmann meint, wenn du gegen den Wind spuckst, dann kriegst du die ganze Mahlzeit ins Gesicht. Verstehst du? Hm? Weißt du, Koch, wovon das Meerwasser so salzig ist? Von all den vielen Tränen, die die Seeleute auf ihrer ersten Reise geweint haben. Ach du lieber Himmel, was sehe ich denn da? Die haben uns ja einen feinen Bulettenschmied angedreht. Wir sehen noch fast die Kabelkrananlage der Bahnhofwerft. Der will sich schon in die Koje legen. Das kann ja eine heitere Reise werden. Wie viele Tage haben wir denn noch vor uns? Wenn alles gut geht, 119 Tage. Ja. Mann! Was sind da noch? 357 Mahlzeiten. Die Zwischenmahlzeiten nicht eingerechnet, Thomas. Jetzt halte ich mal ein paar Minuten senkrecht, damit die Mannschaft pünktlich zu ihrem Essen kommt. Ja. Nach dem Pudding kannst du dich wieder hierher stellen. Ja. Eins, Mutchen muss dem Wetter trotzen. Es zieht dich nicht viel. Ich kann nicht. Das kannst du nicht. Ich kann nicht in diese verdammte Küche zurück. Der Dunst dreht mir jedes jetzt Mal die Arme. Jetzt reiß dich mal zusammen, Junge. Oder willst du, dass hier eine Revolte ausbricht? Die Jungs brauchen ihr Essen. So oder so. Ein richtiger Koch steht noch mit 40 Grad Fieber oder einem gebrochenen Bein an seinem Herd und rührt das Essen. Ich bin aber die richtige Koch. Gib mir meine Koje zurück oder schmeiß mich über Bord. In die verdammte Küche kriegst du mich wieder. Der Alte kommt. Oh, welch seltener Gast in unserer Hütte. Wo ist denn der Chief? Keine Ahnung. Naja, der wird schon wissen, dass der Alte kommt. Ich kann ihn freundlicherweise übernehmen. Ah, Genosse Kapitän, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Lassen Sie sich doch wenig stören, ich will mich hier nur mal ein bisschen umsehen. Ja, bitte sehr. Das ist ja immer wieder überwältigend, wenn man hier unten steht. 12.000 PS? Ja. Manche sind schon mit ihren 50 PS unter der Kühlerhaube überfordert. Ja, das Maschinentier muss man kennen. Warum tragen die Leute ihre Gehörschützer nicht? Sie sagen, sie können sich zu schlecht daran gewöhnen. Da müssen sie sich durchsetzen. Was sein muss, muss sein. Aber sonst mit der Maschine alles in Ordnung. Oh ja, da ist der Schief mächtig hinterher. Gut. Schief. Ja, ich wollte nur sagen, dass der Alte, dass der Kapitän wieder weg ist. Der wollte... Nee, ich denke, Sie haben das gewusst. Ich wollte nur so eine Art Vollzugsmeldung machen. Was macht das Fleisch? Wirt. Ja. Kartoffeln? Kartoffeln? Na, ich hau noch mal eine Prise Salz rein, wa? Ja. Die Soße? Die Soße? Zeig mal her. Mach du mal. Na, ich weiß nicht. Mach her. Nee, das haut nicht hin. Hey, Koch, was fehlt an der Soße? Hey, du, die Soße, Mensch! Was sagst du? Was fehlt an der Soße? Nein! Mensch, hier bleiben! Wir brauchen dich doch! Koch, warte doch! Komm doch hier! Hier!
Die Soße. Was fehlt noch dran? Oh, hier. Was fehlt noch dran? Na los! Salz, Essig, aber Paprika und Zucker. Na, und wie viel? Alles nach Geschmack. Also, ihr habt's gehört. Salz, Essig, Pfeffer, Paprika und Zucker. Alles nach Geschmack. Alles nach Geschmack. Also, wie war das? Salz. Pfeffer. Hier ist der Pfeffer. Paprika? Ein kleines bisschen Essig. Wo steht der Essig? Da drüben. Ja. So. Und Zucker? Zucker ist dort. So. Und alles nach Geschmack. Jetzt Mut, gleich kommt das Essen von mir. Das kann ich vielleicht was dafür, dass uns die Reedereien Korschik, der nicht seefest ist. Was denn, Herr Gobüse? Was ist denn das von der Nähte? Was soll denn das schon für einer sein? Vogtländer. Frei nach dem Motto, die Mecklenburger bauen die Schiffe und der Sachsen fahren damit. Oh, meine Herrschaften! Ja. Es wird serviert! Oh. Das Essen macht wirklich keinen Spaß. Gästen könnte man sowas überhaupt nicht anbieten. Hoffentlich kriegen wir den Koch bald wieder fit. Bei dem Essen hält die Mannschaft keine 3 Tage durch. Wie sieht's denn mit der Proviantierung aus? Alles okay, Kapitän. Den Einkauf hat noch sein Vorgänger erledigt. Das ist ein altes Lied. Die Stimmung wird in der Kombüse gemacht. Die Arbeitsmoral steht und fällt mit dem Koch. Mahlzeit. Mahlzeit. So. Und jetzt schluckst du das Zeug runter. Hättest du bereits in Rostock machen sollen. Und dann nimmst du ein Stück trockene Brotrinde und die kaust du sofort hin, verstanden? Und dann geht's wieder ab in die Kombüse. Arbeit ist immer noch das beste Mittel gegen Seekrankheit. Ne? Hab gar nicht in Frage. Im nächsten Hafen steige ich um und fahr zurück. Na komm, dann nimm schon. Na siehste. Immer hübsche Reihe nach. Und jetzt schläfst du ein Stündchen, dann komm ich dich wieder abholen, ne? Und im nächsten Hafen, da weißt du gar nicht mehr, was das ist. Seekrankheit, ne? Die Ausbeute heute. Das kann ich mit rechten Dingen zugeben, Ursa. Wieder nur 24. Vielleicht vertragen sie die Seeluft nicht. Oder es schaukelt zu sehr. Ja, das hat der Captain auch schon gemeint, aber. Vielleicht so eine Art Verstopfung. Kommt ja auch beim Menschen vor. Wenn sie die ersten Tage woanders sind, klappt es manchmal nicht so richtig. Kacken tun sie ja. Da hätte ich noch eine andere Erklärung. Hier klaut einer. Da wir das nicht sind, muss es ein anderer sein, aber wer? Lass uns doch mal kriminalistisch vorgehen. Im Kino fragt der Kommissar immer, was ist das Motiv? Verfressenheit. Zum Beispiel. Also fragt der Kommissar weiter, wer ist der Verfressenste? Du meinst? Ich meine gar nichts. Ich bin ja kein Kommissar. Ich werde mich heute Nacht mal auf die Lauer legen. Und die Mädchen sprechen auch Deutsch? Was du willst. Deutsch, Slingamesisch, Englisch, Spanisch, Russisch. Wenn du willst, Swahili oder Eskimoisch. Wenn die Matrose kommt, sagst du, das sind die hingerissen. Hingerissen? Die rennen dich über den Haufen, wenn sie bloß ein paar breite Hosenbeine sehen. Schon deshalb musst du im nächsten Abend wieder gesund sein, was? Als ich das erste Mal Rotterdam anlief, da hatte ich den Fuß kaum an Land gesetzt. Da kommt doch so eine blonde, mollige Witwe auf mich zugestürmt und fragt mich, ob ich schon ein Nachtquartier hätte. Und sie hätte ein Herz für junge, hübsche Matrosen. Ihr Mann wäre als Kapitän auf See geblieben. Und dann zog die mit mir los. Mann! Also, noch so eine Nacht. Und die hätten mich mit
vegetativen Erschöpfungserscheinungen in die Klinik einliefern können. Und die sind jetzt immer noch so aufgeschlossen? Mann, aufgeschlossen? 100.000 Witwen kommen auf einen jungen Matrosen. Seemannsgarn. Das ist doch alles Seemannsgarn. Naja, hat dich aber ganz schön munter gemacht, was? Na, Koch. Geht ja schon wieder besser, wie man sieht. Der Rekonvaleszente lacht ja schon wieder. Ah, Lachen ist gesund. Hör mal zu. Der Speiseplan muss ausgehängt werden, sonst wird die Crew böse und der Kapitän erst recht. Bleib ganz ruhig. Ich berate dich. Hm? Na gut. Ja, mach doch mal ein paar Eierspeisen. Hm? Ja, die finden immer Anklang. Hans und Zühler legen ja nicht. Der bringt bloß immer so Stücker Zwanschein. Das ist vielleicht eine Pleite. Tja, der wundert sich auch. Irgendwie geht das nicht mit rechten Dingen zu. Mit einem Wort, die Leute sagen, da klaut einer Eier. Was guckst du mich so an? Glaubt ihr vielleicht ich? Tja, böse Zungen halten dich für verfressen. Mann, den hau ich in die Pfanne. Den Schweinehund, der Eier klaut, den fress ich. Den fass ich! Das lass ich doch nicht an mir hängen! So, heute Nacht leg ich mich auf die Lauer. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Das hätte ich nie gedacht, dass du... Ich wollte nur den Eierklau erwischen. Ich auch. Lass dir mal was Besseres einfallen. Du, ich habe einen Zeugen. Wen denn? Den Bootsmann. Na, wieso den Bootsmann? Na, der hat mich doch auf die Idee gebracht. Hab ich doch auch. Der Bootsmann hat uns ausgespielt. Nee. Ich den kenne, war das Pädagogik. Bleibt die Frage, wer klaut? Licht aus. Mann, du klaust die Eier? Du klaust die Eier. Ich doch nicht. Ich wollte bloß mal sehen, was ihr macht. Es war so still hier unten. Da wollte ich bloß mal sehen, ob überhaupt einer da ist. Du hast uns gegeneinander ausgespielt. Ja. Ach Quatsch. Ich wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens, Thomas ist der Eierklauer nicht. Zweitens, der richtige Eierklauer wird von euch geschnappt. Ja. Ja. Und jetzt haben wir dich. Wer anderen eine Grube gräbt. Ein Funkspruch, Kapitän. Danke. Ich sage Ihnen noch Bescheid wegen der Antwort. Schief mit. Ja? Die Fracht sollte man sich nicht entgehen lassen. Sehen wir uns das mal auf der Karte an. Wenn wir das Angebot der Maklerei annehmen, müssten wir ganz schön viel Zeit herausfahren. Na, wenn wir dadurch die Liegezeit verkürzen können, wann müssten wir Ihrer Meinung nach festmachen? Am 15. um 7 Uhr morgens. Also um 5 draußen am Feuerschiff sein und den Lotsen an Bord nehmen. Nee, das schaffen wir nicht. Es sei denn, wir laufen ständig knapp 20 Seemeilen. Und wenn wir die mitlaufende Strömung noch als Reserve mit einrechnen? Und gerechnet immer mit 125 Umdrehungen. Ganz schön. Sie wollen den Kurs eintragen? Machen Sie doch. Wir räumen das Feld.
Die sollen mit der Maschine mal langsam auf 125 Umdrehungen gehen und diese Geschwindigkeit dann konstant halten. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir kriegen da Ärger mit dem Chief. Wieso? Was ich verlange, liegt doch nicht außerhalb der zugelassenen Norm. Brücke Schulze, wir gehen ab sofort auf 125 Umdrehungen und bleiben dabei. Bis auf Widerruf. Ihr braucht gar nicht weiter mit mir zu diskutieren. Anweisung vom Kapitän. Kreuz. Kreuz. Hier, Kreuz. Hat nur noch Trumpf. Naja. Und Sie? Mal ehrlich, immer noch unbeweibt? Ja, immer noch. Jeden Angriff erfolgreich abgeschlagen. Naja, wenn schon so viele Landratten sich die Falsche aufsuchen, ist da beim Seemann das Risiko noch viel größer. Ach, wer weiß, ob man die richtige Karte kriegt. Die machten sich ja groß an der Schule, Chief. Hören Sie mir bloß mit dem auf. Was habe ich dem eingetrichtert? Wenn du mal schief werden willst, dann immer vorne dran bei Mathe, Physik und Chemie. Und was hat er im letzten Halbjahreszeugnis angebracht? Eine 3 in Mathe. Warum Backe? Na, der Traum ist aus. Schief kann er da nicht mehr werden. Da reicht es gerade noch zum Kapitän. Langt die 3 aber auch nicht, Chief. Bloß bis zum Kurs halten, das lernt man doch nebenbei. Also, wer hört? Ich bin vorn. 18. Ja. 9. Ja. 2. Ja. 3. A, B, 4. Ja? Ja? Jawohl. 3 ist mein Spiel. Das was? Passe. 125 Umdrehungen? Das kann doch nicht wahr sein. So weit kommt das noch. Aber nicht mit mir. So, jetzt haben wir den Ärger. Kapitän, was habe ich Ihnen gesagt? Der Schiff ist schon im Anmarsch. Haben Sie einen Moment Zeit für mich, Genosse Kapitän? Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte? Was Sie da angeordnet haben, geht nicht. Das hält die Maschine auf die Dauer nicht durch. Soweit ich die technischen Daten dieser Maschine im Kopf habe, sind 125 Umdrehungen durchaus auch als Dauerbelastung zugelassen. Und die ist im Augenblick notwendig. Und berechtigt. So einfach ist das nicht. Jede Maschine reagiert anders. Wenn Sie gestatten, ich habe da wohl doch mehr Erfahrungen auf diesem Gebiet als Sie. Die Maschine ist in Ordnung? Meine Maschine ist immer in Ordnung. Dann sehe ich keinen Grund, meine Anweisung zurückzuziehen. Dann bitte ich Sie, mir hier schriftlich zu bestätigen, dass Sie die Verantwortung übernehmen. Ich sehe nicht ein, warum. Wenn die Maschine in Ordnung ist und nicht über die Norm hinaus belastet wird. Haben Sie schon überschlagen, was uns das an Sprit mehr kostet? Es sind Tonnen. Wenn wir auf Rede liegen, haben wir die Unkosten auch. Haben aber nichts verdient. Ein Schiff ist nur so lange rentabel, wie es läuft. Das sollten Sie mit Ihrer Erfahrung wissen. Ich übernehme diese Verantwortung nicht. Bitte unterschreiben Sie. Nein. Ich unterstütze grundsätzlich keine Rückversicherung. Ich bin kein Rückversicherer. Aber Sie haben kein Vertrauen, dass ich meine Arbeit richtig mache. Wie kommen Sie denn darauf? Sonst würden Sie wohl direkt mit mir sprechen. Anstatt auf einem Rundgang, den Sie allein machen, meine Ingenieure auszuhorchen. Diese Unterstellung verbitte ich mir. Ich begreife, worauf Sie anspielen. Aber als Kapitän steht mir wohl das Recht zu, mich auf diesem Schiff überall, ohne Erlaubnis umzusehen. Ich dachte, Ihnen liegt daran, wenn ich mich um die Maschine kümmere. Das kommt wohl auf die Art und Weise des Kümmerns an. Sie untergraben meine Autorität. Das lag nicht in meiner Absicht. Und ich glaube, Sie wissen das auch. Unterschreiben Sie bitte, dass Sie die Verantwortung für die Belastung der Maschine übernehmen. Nein. Aber wenn es Sie beruhigt, als Kapitän bin ich sowieso für alles verantwortlich.
wir alle. Da meine Meinung auf diesem Schiff offenbar nichts mehr gilt, bitte ich Sie, sich in Rostock nach einem anderen leitenden technischen Offizier umzusehen. Misserfolg auf der ganzen Linie. Kein Eierdieb gefasst. Müde wie ein Hund. Ah, kühle Blonde. Zur Aufmunterung. Brauchst du da was? Nö, nö. Sieht doch bloß ordentlich aus. Ja. Ich sage dir, um dich werden sich die Frauen noch reißen. Meine Mutter sagt immer, die Axt im Haus. Ich weiß. Setz dich da endlich mal hin. Mensch, wenn du in der Kamera rumstehst, passt ja nicht mal mehr die Sonne rein. Ja, ich wollte nur sagen. Gackert da was? Gackern? Wieso denn? Komisch. Ich habe den Funker beauftragt, mal in Rostock nachzufragen, warum die Hühner nicht richtig legen. Bei der landwirtschaftlichen Fakultät. Na und? Das Professorenkollegium tagt noch. Also wenn ich nicht genau wüsste, dass das hier heute mein erstes Bier ist. Die Hühner schaffen mich. Ob du es glaubst oder nicht. Ich höre dich sogar schon hier. Das ist doch Quatsch. Also, oder es kommt von deinem Anblick. Ich hau dir gleich ein paar rein, ja? Also doch nicht das Bier. Was sehe ich da? Eine private Eierfarm, hm? Ach, red doch kein Blech und lass sie in Ruhe. Die gluckt. Was macht die? Die brütet. Da kann ich ihr doch nicht die Eier unterm. Jedenfalls braucht sie jetzt Ruhe und da habe ich mir gedacht. Und du meinst, da kommen wirklich so kleine Gelbe? Ja klar, ein paar Tagen, schätze ich. Wie heißen die? Ja. Die Henne natürlich. Henriette. Henriette? Hm? Auf Henriette und ihr Nachwuchs. Na, Detlef, wie sieht denn der Speiseplan heute aus? Aber weißt du, die Planung hat zu Hause mal der Alte gemacht. Hat er sie nie reinsehen lassen. Deshalb flutscht das jetzt nicht so richtig. Guck mal hier beim Frühstück. Da muss es heißen Steak mit Bratkartoffeln oder Bauernfrühstück oder so ähnlich. Willst du mich verladen? Na, ich würde den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, mal ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Na, was steht denn auf dem Herd? Weißt du, auf dem Schiff, da gibt es nämlich feste Regeln. Auch für das. Ja, ja. Na, Kollege Hartwig? Wieder auf den Beinen? Eingelebt an Bord? Ja, ich glaube schon. Die Matrosen beschweren sich, dass ihre Portionen zu klein sind. Ich muss Ihnen das sagen, Kapitän, das ist ein so Matrose hat hart zu arbeiten und deshalb Anspruch auf anständiges Essen und richtige Fleischration. Wissen Sie, der Koch ist der Stimmungsmacher an Bord. Macht er gutes und ausreichendes Essen, dann steigt die Stimmung und die Arbeitsmoral ist in Ordnung. Sie sind zurzeit kein sehr guter Stimmungsmacher. Tja, ich weiß nicht, wie ich da mit den Vorräten auskommen soll, Kapitän. Sie haben eine Anordnung zu befolgen und weiter nichts. Wissen Sie, Sie sind nicht der erste Koch, den wir hier an Bord haben. Und der Proviant hat bisher immer gereicht, um die Männer satt zu machen. Also, ab heute. Anständige Portion und ausreichend Fleisch. Klar? Gut. Und wir? Ich weiß ja nicht. Na, was habe ich gesagt? Die Wissenschaft sagt, zu viel Fleisch ist ungesund. Gemüse ist das A und O. Aber bitte, wenn der Kapitän unbedingt seine Mannschaft ruinieren will. Sag mal, hast du schon mal überlegt, wie viel Mecklenburger an Bord sind? Soll das was meinst du damit? Na, das ist doch deine Chance. 80% an Bord sind Sachsen und Thüringer. Der vorige Koch, der war Mecklenburger. Der kannte nur Lapskaus und Fischfilet und Milchreis und Was meinst du, wie die Matrosen die Lippen hochgezogen haben? Detlef, mach doch mal einen sächsischen Küchenfahrplan. Zum Beispiel grüne Klöße mit Sauerbraten,
Kartoffelpuffer. Weiße Bohnen mit Speck. Thüringer Rostbrettel mit dem Bier. Also, du glaubst nicht, den Matrosen, denen läuft das Wasser im Munde zusammen und die Stimmung ist ganz groß. Das geht ja wohl nicht. Scheißerei hier, von den Gelumpe. Fette Gelumpe. Ganz das ja, kann man ja nicht. Cool, was das geht für Erlings. Endlich mal was Vernünftiges auf dem Teller, was? Lachsenfraß, das kannst du ja mal nur in die Fuhlbrass kippen. Du Erlingswasser. Bleib doch mal ruhig. Am Freitag gibt's ja dein Lieblingsgericht. Milchreis mit Kompott. Schlappriges Zeug. Hier soll wohl nur noch für Magenkranke gekocht werden, was? Den Speiseplan hast du doch dem Koch eingeredet. Mal so einen, ne? Koch! Komm raus! Die Jungs haben dir was zu sagen. Kleine Unterhaltung, warum nicht? Koch, du bist ganz große Klasse. Das kannst du vergessen, du Feuermelder. Du, mit dir wünschst du. Weißt du, was Kiel holen ist? Ne, keine Ahnung. Das ist ganz einfach. Der Verurteilte wird an einen Tampen gebunden und unter dem Schiff durchgezogen, bei voller Fahrt. Ja. Mach dir nicht raus, Detlef. Bleib so. Es leben die grünen Klöße. Ach, bloß die Schnauze. Seid doch mal ruhig. Die Klöße kannst du fürs Bulleikitten nehmen. Wisst ihr nicht mal, was ein Lapskausch ist? Ich hab die Besatzung gespalten. Die Wellen reflektieren derart das Radarbild. Tut einem richtig der Kopf weh. Die Abgastemperatur klettert ganz schön. Na, ich glaube, wir müssen runter mit den Umdrehungen. Die Maschine wird zu warm. Brücke! Wir müssen runter mit den Umdrehungen. Die Maschine ist zu sehr belastet. Was heißt denn konstant 125 Umdrehungen? Bei dem Wellengang hebt die Schraube jedes Mal ein Stück aus dem Wasser. Also 5 Umdrehungen zurück, ist klar. Ihr seid doch wohl verrückt geworden, alle Mann. Frontenbildung. Mecklenburger gegen Sachsen. Rückfall in die Kleinstaaterei. Das ist ja noch schlimmer als dieses unsinnige hier Nautik, hier Maschine. Und alles wegen des Essens. Man fasst sich doch an den Kopf. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen Stimmung machen. Aber doch nicht Stimmung gegeneinander. Wie soll ich denn das machen, Genosse Kapitän? Erst sind die Portionen zu klein, gut, mach ich große. Dann nimmt rapide das Fleisch ab. Und dann kommt ihr hin. Und dann kommen die anderen. Also. Entschuldigung. Also, Nasse Kapitän. Man geht mit den Umdrehungen runter. So? Ist völlig in Ordnung bei dem Seegang. Wir haben ja auch ganz schön Zeit rausgefahren. Also, weiß ich. Kapitän, die Wetterkarte ist gerade gekommen. Sieht nicht gut aus. Also, Bootsmann, morgen Vormittag wird die gesamte Besatzung antreten. Ich werde da ein paar passende Worte verlieren. Chaos wegen grüner Klöße oder Milchreis. Ich gehe nur mal weiter runter mit den Umdrehungen. Ich darf mir abmelden, Genosse Kapitän. Dritte wird unruhig sein, ich gehe lieber hoch. Ja, recht, ich komme gleich mit. Los, komm. Ja, was soll ich denn hier kommen? Ist die Verdammte, das gerade noch gefehlt hier unten. Ist.
Schwarzer Kapitän. Maschine außer Betrieb. Kolbenfresser. Ich komme hoch, wenn ich mehr sagen kann. Danke, Chef. Chief Med, bitte den genauen Standort. Das ist er! Ganz schön warm! Da können wir gar nicht so schnell ran, wie wir möchten! Hoffentlich hat es die Kurbelwellen nicht angenascht. Das sehen wir aber klar aus! Also hier sind wir. Fünfzehn Seemeilen südlich, São Miguel. Da haben wir uns ja die richtige Stelle ausgesucht. Wir treiben genau auf die Küste zu. Sie sagen es. Auf die südwestlich vorgelagerten Klippen. Sonst ist weit und breit nicht zu sehen. Wenigstens sind wir weit genug von der Küste ab. Beobachten Sie ständig. Windrichtung, Windstärke, Strömungsrichtung. Zur Radar auch noch Funkpeilung. Genosse Kapitän, die Laschen sind festgezurrt und ersetzt. Ja, danke. Eine Chance im Anker haben wir nicht. Na, vielleicht bleibt er doch irgendwo hängen. Es ist an dem, was ich gleich vermutet habe. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen den Kolben auswechseln. Chief, diese Millimeterarbeit bei dem Seegang. Können wir nicht einen Kolben absetzen und auf 7 Töppen weiterfahren? Das wird auch nichts. Da bleibt uns nichts weiter übrig. Jemand muss uns in Schlepp nehmen. Mächtig riskant bei dem Segen. Ja, genau, Kapitän. Kann ich Sie allein sprechen? Bitte. Ich schlage noch einmal vor, wir wechseln den Kolben aus. Und wenn das nicht gelingt? Bei diesen Rollbewegungen? Ich habe einmal die Verantwortung für etwas abgelehnt. Jetzt übernehme ich sie, freiwillig. Genügt Ihnen das? Ich brauche ca. 10 Stunden und alle verfügbaren Leiter. Wir haben nur 12 bis 13 Stunden. Und die Verantwortung können Sie nicht übernehmen. Gut. 10 Stunden. Schaukelt ja fürchterlich. Ja, ja, ziemlicher Wind heute. Aber da musst du mal mit dem Dampfer fahren, wenn du richtig Sturm bist. Hey, Mann, Deckel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mann, du hast die Seekrankheit überstanden. Da wäre nicht doch das bisschen Wind und die paar Wellen nicht das Fürchten leer, ne? Ich glaube, ich hab Schiss. Ach, das hat jeder, wenn er das erste Mal mitfährt. Du, arbeiten. Arbeiten hilft immer. Hier, koch Kaffee. Oder warte. Hier, mach Stullen. Aber mach was. Mann, die Maschine läuft ja gar nicht mehr. Noch kein Uno. Ich habe gesagt, koche, Mann. Der ist bloß in harter Brühen im Vogtland geblieben. Verklemmt. Liegt was schief? Anrufen. Wir müssen durchsägen. An der Stelle? Da kommen wir mit der Elektrosäge gar nicht dran. Und? Mit der Hand? Das ist Edelstahl, Bootsmann. Ja, wir sind ja unten 20 Mann, wenn jeder mitmacht. Wie viel Zeit würde das zusätzlich kosten? Wenn alles andere nebenbei richtig läuft, circa 4 Stunden. Also 14 Stunden insgesamt. Ja. Das Risiko ist verdammt hoch. Aber das kann ich noch verantworten. Gut. Ich verlasse mich auf Sie. Bootsmann, ja? Lassen Sie oben alle Aufhängungen vorbereiten, damit es uns bei der Bewegung nachher nicht die ganze Einrichtung zerschlägt. Ja, gut. Ich fange an.
Miller's Wandrum ist es, Miller's Blues. Des Wandrum ist es, Miller's Blues. Sind andere Schiffe in der Nähe? Ich habe 45 Seemeilen drin, nichts zu sehen. Genosse Funker, stellen Sie die Position aller in der Nähe befindlichen Schiffe fest. Ja, danke. Wohin treiben wir? Näher zur Küste. Ah, auch das noch. Wir driften genau in diese Richtung. Sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus, Chief Medwi. Nein. Und wie sieht's unten aus? Sie sägen die Kolbenstange mit der Hand durch. So, als nächster geht der Bootsmann. Halt mal. Schiefmann, nur trinkt's erst. Was lassen Sie zu, Genosse Kapitän? Wenn das schief geht. Der Chief kann sich immer noch auf die Position zurückziehen, dass Sie als Kapitän letztlich die Verantwortung für alle Entscheidungen tragen. Genosse Schulze, dieser Mann hätte das gar nicht erst angefangen, wenn er nicht genau wüsste, dass er und seine Leute... Scheißspiel! Wie sollen da ein Erwachsener richtig arbeiten können? Vor allem bei der Hitze. Wie weit bist du da? Jetzt den Zylinderkopf ab. 12 bis 13 Zentimeter. Schaukelei. Wie soll ich nur die Brote auf die Platte kriechen? Ich möchte mal wissen, wie die da den Kolben einkriegen wollen. Sowas sitzt doch Millimeter genau. Der muss doch genau senkrecht schneien. Und hier kommen nicht mal die Brote gleichmäßig auf die Platte. Ah, also alles Wahnsinn hier bei der Seefahrt. Wie spät ist es? 0:20. Die neue Position? Ja. Humor. Ich schaffe mich, damit die was zu futtern kriegen. Und die knipsen das Licht Tag und Nacht aus. Danke. Wir haben eine besondere Glückssträhne. Sie kriegen den Zylinderkopf nicht runter. Was? Dabei kann es gar nicht mehr lange dauern und wir haben die Küste im Radarbereich. Hier kommt der Kopf schon in diesen Geflimmel.
Wie viele Schiffe sind in erreichbarer Nähe? 3 Kapitän. Geben Sie folgende Dringlichkeitsmeldung durch. Steht das so schlecht, Captain? Wie es im Moment aussieht, wäre es besser, wenn die Schiffe in der Nähe sind. Oh! Als so schön war, das kennst du doch mal! Ja, wollen wir doch mal! Also los, Jungs! Kommt ran hier! Wenn das so weitergeht, komme ich mit der Verpflegung nie aus. Sehen Sie sich das an, Chief Matt. Wie der Kahn überholt. Der Wind nimmt zu. Wollen Sie das Ganze nicht abbrechen lassen, Genosse Kapitän? Ja? Danke. Der Zylinderkopf ist ab. Sie haben den Kolben raus! Nicht nachlassen! Nicht nachlassen, sonst zerhaut uns alles! Dieser Schiedanker noch irgendwo festhaken würde. Aber hier ist der Meeresgrund offensichtlich platt wie eine Flunder. Und tief. Da, der Küstenstreifen. Was? Ich sehe nichts. Sie schwören mögen. Was sind die Antworten da? 3 Meldungen, Kapitän. Fürs Abschleppen kommen da 2 in Frage. Weiter Verbindung halten. Okay. Die Strömung wird stärker. Ab sofort jede Minute kontrollieren. Geht's noch? Irgendwie taucht im Radar immer mal ein Streifen auf. Dann ist er wieder weg. Das Schiff rollt so sehr. Hoffentlich sind das nicht die ersten Klippen. Jetzt rechts oben.
Ja, am äußersten Rand. Land in Sicht. Ja, Klipp. Aber noch ein ganzes Stück weg. Was ist los? Was schiefgegangen? Die Rollzeit ist zu kurz. Wir brauchen ein paar Sekunden mehr. So viel Sie machen können. Gut, ich rufe zurück. Schiefmet, die Stabilität des Schiffes kontrollieren. Feststellen, welche Ballasttanks in Frage kommen. Zehn Sekunden. Was macht ihr denn hier? Kapitän, Ballasttank 3 und 7 glänzt. Schief! 14 Sekunden! Reicht das? 14 Sekunden, Männer! Achtung! Los! Was ist denn los? Stopp! Ach, du liebe Güte! Die Impression der Hühner hat begonnen. Dann aber schnell rein in die Haie. Das werden ja noch mehr. Komm her, du sollst ja kommen. Jetzt runter, ab! Nicht nachlassen, Seile festmachen! Achtung, er kommt! Kommt hier mit rüber! Los, ab! Die 14 Stunden sind um. Die Küste rückt immer näher. Fertig? Ja? Nein, eine halbe Stunde noch. 30 Minuten, um den Dampfer wieder flott zu machen. Sie verlangen, dass ich alles aufs Spiel setze. Wir können schon die Küste sehen. Die Sicherheit des Schiffes, der Besatzung. Und Ihr Kapitänspatent, Ihre Zukunft. Trotzdem, 30 Minuten noch für mich und meine Männer. Der Zylinderkopf muss noch auf. Gut. 30 Minuten schief. Die halbe Stunde ist vorbei. Das habe ich alles zum Abschleppen fertig machen lassen. Das Schiff ist wieder manövrierfähig. Wir können wieder langsam anfahren. Danke, Chef.
liegt an? 340 liegen an. Backbord 252. Backbord auf 252. Haben Sie mal eine Zigarette für mich? Meine sind alle irgendwie draufgegangen. Was war es? Kolbenring. Durch die Belastung? Durch die 125 Umdrehung? Glaube ich nicht. Wäre früher oder später gekommen. Wer kann das genau sagen? Hat sie Nerven gekostet? Ja. Mich auch. Oder glauben Sie, ich hätte nicht gewusst, dass Sie... Na, wie soll ich sagen? Als Sie der Reparatur zustimmten, hatten Sie doch nur Vertrauen in unsere Arbeit. Und Sie steigen in Rostock ab? Das muss ein Gerücht sein. Das war eine Nacht, kann ich euch sagen. Die Hühner waren los. Da ich das sehen, fasse kurz den Entschluss. Einfangen. Ich gehe also auf die Pirsch. Ich kann euch sagen, das war vielleicht anstrengend. Nur ich liege also auf der Lauer. Huhn kommt. Prost. Huhn kommt und ich, schwupp, hatsch das Tierchen ab in die Haier. 30 Stück habe ich so gefangen. Da weiß man, was man gemacht hat. Du bist nass. Du also, ich hab's immer gewusst, Detlef. Funkspruch. Telegramm aus Rostock, Landwirtschaftliche Fakultät. Betrifft Hühner. Mangelndes Legevermögen kann durch ungewohnte Schiffsbewegung eingetreten sein. Gibt sich nach wenigen Tagen. Volle Eierleistung ist zu erwarten. Was?